Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Colony Survival. Ja, wie ihr seht, es kommen noch immer Zombies durch. Aber durch die beiden Wachen, die wir in der letzten Folge dahingesetzt haben, kommen die nicht mehr so scharenweise durch, sodass die drei Bogenschützen hier reichen, um den Rest zu erledigen. Ist natürlich die Frage, wie lange noch. Kann natürlich sein, wenn wir jetzt noch ein paar Leute einstellen, dass das nicht mehr reichen wird. So, wir haben eine neue Technologie freigeschaltet. Wir lassen hier mal zwei frei. Dann machen wir 1, 2, 3. Und zwar haben wir hier Wissenschaft. Hackklotz komplett. Und dann gehen wir natürlich zur Werkbank nochmal hoch. Oh, die haben kein Holz. Keine Bretter haben sie nicht. Ja, wird Zeit, dass die Werkbänke hier entlastet werden. So, Spaltstumpf-Tiger nicht, sondern Waldgebiet. 5 Stück. Und da stellen wir den auch schon mal her. 1, 2, 3. Machen wir davon mal. Dann stellen wir die hier hin. So, bei diesen Abständen, da habe ich immer noch so einen Händlertisch zwischen gemacht. Und dann brauchen wir auch noch Betten. 1. 2 und das dritte muss auf dem Dach. Achso, 4 brauchen wir ja sogar. Ich habe gerade gesehen. Ach ne, doch nicht. So. Dann kommt da noch eine Bettreihe hin und dann ist die Reihe auch schon wieder voll. So, dann können wir jetzt erstmal gucken. Spaltstumpf, was können wir denn hier machen? Wir können hier Bretter machen, wir können Feuerholz machen. Gut, Feuerholz. Machen wir gleich 1000, die sind nämlich gleich relativ schnell, glaube ich. Bretter Tiger machen wir mal 0 und Bretter Waldgebiet machen wir 1200. Komm, dann machen wir das auch auf 1200. Die Viertelblöcke setzen wir eigentlich so gut wie gar nicht ein. Da können wir einfach mal 20 machen und dann hat sich's. So, Colony, Recruitment, Fill All Jobs. So, dann können wir nämlich zu den Werkbänken gehen und da diese ganzen Holzarbeiten streichen. So, Feuerholz nischt. Bretter nischt. Und ich glaube, die vierte Blöcke können wir sowieso nicht machen. Sieht nicht so aus. Oh, warum haben die ihre Arbeit denn fertig? Können wir mal die Bronzeplatten und so weiter noch erhöhen. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Na gut, die Forscher sind fertig, das ist klar. Null in Stockpile, das ist schlecht. Machen doch die ganze Zeit Bretter rum. Kommen wir denn keine? Ah, müssen sie erst ablegen. Die machen sich erstmal die Taschen voll. So, Feuerholz wird auch gemacht. Das können wir gleich mal ganz hoch setzen. Machen gleich mal auf 1800. So, dann können wir eigentlich schon die nächste Forschung starten. Oder pflanzen wir noch irgendwas an. Zum Beispiel Salat haben wir auch noch mal 0. Essen haben wir aber ein bisschen im Lager. So, der kann nicht weitermachen.
12.000 ist im Lager. Ach, 12.000 Feder sind im Lager. 1.700 Fleisch ist im Lager. So, der kann aber nicht weitermachen, weil er keine Gerste mehr hat. Und Salat haben wir eigentlich auch ständig bei 0. Oh, Mehl haben wir wieder ein bisschen auf Lager, das ist sehr gut. Dafür haben wir jetzt kein Getreide mehr auf Lager. Olivenöl können wir aber mal ein bisschen hoch machen. Das wird ja ständig verbraucht. Machen wir auf 500. Wir gerade überlegen. Ich glaube, wir machen noch mal Barley, also Gerste. Und Salat machen wir auch nochmal. Salat machen wir aber gleich zweimal. Dann ist er nämlich auf gleicher Höhe mit der Gerste. Na, 10. So, jetzt aber. So. Oder brauchen wir wieder einen Händlertisch zwischen, wa? So. So. Ein Händler. Und dann brauchen wir hier ein Bett. Ich glaube, die Händler hätten wir hier schon irgendwo hinsetzen können. So wie das aussieht. Machen wir das doch. So. Der Tisch hier weg. So, haben wir hier ein Bett für, sagen wir mal, den Händler. Dann brauchen wir hier noch 1, 2, 3 Betten. 1, 2, 3. Und da machen wir Colony, Recruitment, Fill All Jobs. Und dann können wir uns eigentlich auch schon wieder um neue Wachen kümmern. Auch gleich 3 Stück neu. Die Betten auch alle vergeben. Und zwar machen wir jetzt bevorzugt eigentlich nur noch Bogenschützen. So 3 Stück haben wir gesagt, ne? Machen wir da einen hin. Da einen hin. Und da einen hin. So, und dann müssen wir noch mal ein bisschen mehr Essen geben. Jetzt lasst mich mal gucken. Das hatten wir alles die ganze Zeit ausgeschaltet, deswegen ist es nicht so einfach. Stockpile, das könnte sogar reichen. Was haben wir denn hier? 69 in Stockpile, das heißt, davon können wir einen mehr machen. Da haben wir nur 22 im Stockpile, dann lassen wir das nämlich einfach mal so. Da brauchen wir jetzt einen am Tag. Könnte also reichen. Wachen brauchen einfach zu lange. Aber da kommen sie schon. Ja, ich würde fast sagen, die Steinschleudern können wir uns komplett schenken, oder? Wenn wir jetzt keinen fatalen Fehler machen, dürften uns die Pfeile so schnell nicht ausgehen. So, die schießen jetzt natürlich vorrangig hier draußen ab. Warum sie nicht erst die hier drinnen abschießen, weiß ich nicht. War der Meinung, die schießen automatisch den ab, der am nächsten an der Flagge ist. Sofern sie rankommen. Weißt du was, da machen wir nämlich noch
machen wir Bogenschützen hin dafür. Der kommt weg, da kommt ein Bogenschütze hin. Und hier haben wir einen weggemacht. Da machen wir dann nochmal hier einen Bogenschützen hin. Der kann nämlich die da hinten nicht abschießen. Der muss die hier drinnen abschießen. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns die Pfeile nicht ausgehen. Ach stimmt, Eisen und Gips bauen wir auch schon ab. Das heißt, wir sollten vielleicht mal wieder eine neue Forschung hier anfangen. Was machen wir als nächstes? Kräuter. Kräuter brauchen wir nur für Färber. Oh, schalte den Ausgrabemodus frei. Das ist schön. Oh, wir haben auch schon wieder 150 Kolonisten. Wir könnten sogar den Radius wieder erhöhen. Was ist denn ein Kiln and Bloomery? Münzen und Märkte. Ich glaube, wir erforschen erstmal den Ausgraber. Könnte sehr nützlich werden, wenn wir die Kolonie nochmal neu machen. Was wir spätestens machen, wenn wir 100 Blöcke im Radius freigeschaltet haben. So, was liegt denn jetzt noch an? Flachs, wie sieht das eigentlich mit Flachs aus? Haben wir davon genug oder brauchen wir davon noch was? Oh, sieht eigentlich ganz gut aus. Zumindest momentan noch. Spätestens wenn wir das Schießpulver erforscht haben, könnte das Ganze wieder anders aussehen. So, Feuerholz sieht auch gut aus. Scheint sich jetzt so langsam alles eingependelt zu haben. Außer Getreide, davon haben wir jetzt null. So, wir könnten einfach mal die Stoffbeutel und den Leinsack schon mal vergrößern. Das heißt aber, wir brauchen wahrscheinlich einen neuen Schneider. Mal gucken, hier haben wir einen Schneider. Das brauchen wir nämlich spätestens mit dem Schießpulver. Sollten wir nämlich auch 1000 Stück auf Lager haben. Leinsack 100 reicht, glaube ich, erstmal. Leinentuch sollten wir natürlich auch ein bisschen was auf Lager haben. Und dann stellen wir uns einen neuen Schneider ein. Schneider. Der will dann auch wieder ein Bettchen haben. Bettchen. Die können wir auch alle hier Inventar nehmen. Die brauchen wir andauernd. So, was haben wir jetzt eigentlich bei der Wissenschaft? Ach, das braucht noch ein bisschen. Aber dann haben wir den Ausgraber auch schon freigeschaltet. Das ist doch nicht schlecht. Da kann man den Arbeitsradius dann noch vergrößern von denen. Wenn ich mich recht entsinne. So, was brauchen wir eigentlich für die nächste hier Armbrust, für die nächste Waffe wollte ich sagen. Militärwissenschaftsbeutel. Das ist Naturwissenschaft. Fortgeschrittene Wissenschaft, Kolonie. Da haben wir doch Militärwissenschaft. Iron Smelting. Ja gut, das ist ja das da, das können wir dann gleich machen. Sobald der Ausgraber hier freigeschaltet ist. Früher hieß es noch Digger.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es damals überhaupt eine deutsche Übersetzung gab. Ich glaube schon, aber die war noch viel lückenhafter, als sie jetzt schon ist. So komplett. Und da kommt Iron Smelting. Start Science. So, dafür brauchen wir nämlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Eisen als das bisschen, was wir jetzt haben. Das heißt, wir werden da unten in der Mine noch mal ein bisschen Eisen anbuddeln. Na, viel steht ja nicht mehr zur Auswahl. Aber wir sind hier noch nicht an der Grenze. Können wir noch ein bisschen weiter graben. Ja, das wäre jetzt natürlich ein Job gewesen, den wir dem Ausgraber hätten zuweisen können. Dafür bräuchten wir natürlich aber auch erstmal einen freien Kolonisten, der überhaupt ausgraben kann. So, da hätten wir noch ein Eisen. Stellen wir hier noch ein Bettchen hin. Zwei Bettchen hin. Und dann stellen wir hier ein Kistchen hin. Und hier kommt der Bergarbeiter. So und so. Und den Iron Smelting haben wir auch komplett. So, da können wir natürlich einiges wieder bauen. Brennofen, Schmelzofen. Am Bronzeamboss haben wir ein paar neue Herstellungsrezepte. Und nochmal Brennofen. So, machen wir erstmal komplett. Okay, und dann machen wir den Militärwissenschaftsbeutel. Können wir noch nicht machen. Wax-Tablet. Ach, dafür brauchen wir dann auch noch Eisennieten. Laternen. Brauchen wir auch Eisennieten und so ein Krams. Steinblock, da brauchen wir wahrscheinlich ein Steinmetz für. Dann erforschen wir mal den Steinmetz. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns kurz hier das an, ob das funktioniert. Obwohl, brauchen wir uns jetzt noch nicht anschauen. Die Zombies sind ja noch gar nicht so weit. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.